Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt geht es um das Thema Kompetenzen und Handlungen. Angefangen bei den bekannten Begriffen. Man muss kompetent sein, Leistung zu bringen. Man muss beweglich sein in verschiedenen Berufen, aber auch in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Medizin. Man muss sich bei dem Thema Wissen immer wieder fortbilden, weiterbilden, lernen, dazulesen. Man muss Probleme lösen können. Das bedeutet kompetent sein, dass man auch die Probleme lösen kann. Seine eigenen, aber auch andere. Sein eigenes Selbstbild finden, Wahrnehmung muss man finden. Die richtige Kommunikation finden. Wenn man mal ein bisschen viel unterwegs ist, fällt das teilweise schwer. Vor allem, wenn man in mehreren Bereichen arbeitet, wie ich. Ich arbeite in drei verschiedenen Bereichen. Und da fällt mir die Kommunikation schon manchmal schwer, weil ich nicht weiß, weil ich manchmal die Leute verwechsel, oder von der einen Einrichtung zur anderen oder von den einen Klienten zum anderen, wer jetzt was hat. Deswegen muss ich mir auch immer alles aufschreiben, um die richtige Kommunikation zum Schluss finden. Kritikfähig muss man sein. Es ist wichtig, dass man aus den dass man aus der Kritik auch den Fehler rausfindet und den korrigiert. Konkurrenz gibt es immer. Man sollte nur damit auch umgehen können. Selbstvertrauen ist wichtig. Daraus entsteht dann natürlich der Erfolg. Und wenn man die richtigen Kooperationen und Verbindungen eben bei Problemen nutzt, dann kann man auch im Team arbeiten. Das ist wichtig bei der Berufsausbildung und beim Beruf. Wie auch da ist Wissen sehr angebracht mit Fortbildung, Weiterbildung. Ausbildung ist ja schon mit in dem Bereich drin. Dann bekommt man auch die notwendige Qualifikation für den Bereich, der wichtig ist. Aber auch der Erfolg wird dadurch gezielt nach vorne getrieben. Und durch den Erfolg entsteht Professionalität. Dann weiß man, man ist angekommen im Beruf und auch in der Ausbildung. Man hat die Ausbildung geschafft und kann den Beruf auch wirklich machen. Die Methoden sind quasi die Probleme erkennen und Lösungen finden. Wissen, wo was steht. Nicht, man muss nicht alles wissen, man muss ja wissen, wo es steht. Und das kann man auch bei den Mitteln dazu nehmen. Die Persönlichkeit und Selbstkompetenz ist die eigene Entwicklung. Man muss Verhaltensveränderungen und Wahrnehmungen erkennen und damit leben können und das Beste draus machen. Man muss Verantwortung zeigen und aus Fehlern. Also Fehler erkennen, aber auch wieder gut machen, berichtigen, korrigieren. Dazu gehören die sozialen Kompetenzen, die Teamfähigkeit, dass man auch im Team arbeiten kann. Gesellschaftlich muss man sich soweit einfügen, dass man nicht ausgegrenzt wird. Gemeinsames Leben und also gemeinsames Leben kann man jetzt die Beziehung nehmen, dass man auch dass man noch eine Partnerschaft findet, mit der man leben kann und das, ja, das Beste draus macht und immer auch in der Partnerschaft dazu lernt. Das ist gemeinsames Leben mit der Familie zum Beispiel. Zugehörigkeit, was will ich, was kann ich, das mache ich. Dass man zu irgendwas zugehört. Also ich gehöre dem sozialen Bereich dazu. Ich helfe Kindern und Jugendlichen im Bereich Verhalten, aber auch Lernförderung und Vorbereitung auf den Regelschulbedarf derzeit. Und das ist meine Zugehörigkeit. Jeder hat seine eigene Zugehörigkeit, die muss er selber einschätzen. So. Dafür gibt es auch ein Leitbild bei den Kompetenzen Schule, wie auch in der anderen, deswegen habe ich das nicht vorgelesen. In der Schule entwickelt man quasi sein eigenes Selbstbild. Was ist man? Wer ist man? Was kann man? Was will man? Ist man teamfähig? Und wenn nicht, wie kann ich das besser entwickeln, ausbauen? Ist man selbstbewusst? Ich mache zum Beispiel mit einem gerade ein Selbstbewusstseinstraining, wo er quasi sagen muss, was, ja, das möchte ich. Und das muss auch in der richtigen Tonlage sein, damit es auch nicht irgendwo falsch rüberkommt. Dadurch entstehen Lernprozesse, wie in jeder Schule.
Lernprozesse sollten regelmäßig stattfinden und nicht rumgammeln in der Schule. Und aus den Lernprozessen entsteht Erfolg. Dafür gibt es, kann man als Rätsel nutzen. Ich habe das jetzt schon aufgeklärt. Um die eigene Entwicklung zu steuern, braucht man Regeln, schriftliche Erklärungen, dass man auch mal was erklären kann, auch schriftlich, zum Beispiel Protokolle oder Berichte. Man findet seine eigene Identität, man entwickelt Selbstverständnis für andere, aber auch für sich selbst. Man muss immer begeistert in den Tag gehen, um die Aufgaben, die man bekommt, zu schaffen. Orientierung, Fortbildung, Weiterbildung, Lernen, Recherche und der respektvolle Umgang, der leider Mangelware ist, sollte aber vorhanden sein. Zukunftsdenken, das ist zum Beispiel schon, wenn man in der Schule an seine, was man machen möchte, Ausbildung, Studium und so weiter. Das gehört dazu. Ja, das war zum Thema Kompetenzen und Handlungen. Und Kompetenzen in Entwicklung in der Schule. Dann schönen Tag noch.